Hallo zusammen, herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute geht es um Besteck und andere Küchenutensilien, wie du unschwer an meinem Intro kannst erkennen kannst. Ich rede nämlich hier durch einen Löffel zu dir. Und um das geht es im heutigen Fotoprojekt. Was haben die Sachen aus der Küche gemeinsam? Ganz viele davon haben eine glänzende und reflektierende Oberfläche. Und das hat natürlich Vor- und Nachteile. Du siehst es hier, du siehst eigentlich mehr oder weniger meine ganze Küche, inklusive mehr Kamera und alles, was da sonst noch so rumsteht. Das ist natürlich nicht ganz ohne, weil ich will ja dann nicht bei jedem Foto dir eigentlich meine ganze Wohnung zeigen, sondern vor allem das Besteck. Wie wir das herbringen und wie dass ich die Reflexionen sogar probiere, zu einem Vorteil zu machen und für meine Fotos auszunutzen, das siehst du im heutigen Video. Ich bin selber gespannt, du hoffentlich auch, darum bleib dran und viel Spass. Für das erste Bild machen wir uns das Leben ganz besonders einfach. Ich habe gesagt, die Schwierigkeit von diesen Fotos mit den reflektierenden Metalloberflächen ist, dass man eben alles sieht. Und jetzt machen wir uns das doch einfach gerade zum Vorteil. Ich habe nämlich ein farbiges Papier mit blauen und weißen Streifen unter meinen Löffel gelegt. Ich mache jetzt da mal noch ein bisschen Licht mit LED-Lämpchen, damit wir da die Farbe noch ein schöner sehen. So, und jetzt fotografiere ich hier mit einer Makrolinse, so dass ich die Reflexion von diesem farbigen Papier einfach unten in meinem Löffel sehe. Und dann entsteht da ein Bild, das sicher ganz eine interessante Bildwirkung hat. Ich kann hier noch schauen, dass wir die Reflexionen hinten noch ein bisschen. Ihr seht jetzt hier hinten auf den Fotos, seht ihr noch Reflexionen im Löffel. Ich probiere da hier jetzt noch den von hinten abzuschatten. Das mache ich mit einem schwarzen Papier, damit die noch verschwinden, weil die stören mich gerade. Und nachher machen wir ein nächstes Bild. So, damit jetzt meine Reflexionen noch los werden in meinem Löffel, habe ich mir es ganz einfach gemacht. Schwarzes Papier gefaltet, so dass es steht. Und das stelle ich jetzt einfach hier im Hintergrund her. Und dann kommt mein Fensterlicht nicht mehr durch. Wir tun vorne wieder erleuchten. Sehr schön. Gut, und da tue ich jetzt einfach noch ein bisschen weiter experimentieren mit unterschiedlichen Papier, mit unterschiedlichen Muster und Farben. Ich nehme sicher auch mal noch eine Gabel dazu, vielleicht einen zweiten Löffel. Ich tue da ein bisschen durch experimentieren und zeige dir gerne das Resultat von diesen ersten Bildern.
Hey, das wäre es auch schon wieder gewesen mit dem ersten Versuch mit Bildern aus meiner Besteckschublade. Einmal mehr siehst du, es braucht kein teures Material für Fotos zu machen. Man muss nicht eine teure Blitzanlage oder irgendetwas haben. Einfach ein bisschen überlegen, Schubladen auf, rausnehmen und ausprobieren. Ja, das war sicher nicht mein letzter Versuch gewesen. Ich habe noch ganz einen Haufen andere Ideen mit Besteck und Material aus der Küche. Für heute war es das aber gewesen. Merci dir vielmals fürs Zuschauen, fürs Interesse. Wenn es dir gefallen hat, dann darfst du gerne so einen da lassen. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast und gespannt bist, wie es weitergeht, dann weisst du ja, wie das funktioniert. Viel Spass beim Fotografieren, merci vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.